wunderschönen guten Abend zum großen Marktausblick hier mit Mario Lüdemann bei FX Flat. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Abend begrüßen. Ich bin gespannt, was der Mario uns für Werte mitgebracht hat. Aber Sie wissen ja selber, gegen Ende können Sie auch immer gerne selber was reinwerfen, ja, was dann zum Marktausblick noch hinzugefügt wird. Von daher will ich gar nicht lang drum rumreden, sondern direkt einmal vorweg zum Risikohinweis springen. Ja, Sie kennen es alle ganz gleich, was gleich im Marktausblick gesagt wird, was der Mario sagt, es könnte nach oben gehen, könnte nach unten gehen, hin oder her, vollkommen egal. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, und am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen, immer vorweg von uns. Und dann würde ich sagen, Mario, dann gebe ich dir mal hier zack, zack. Und jetzt solltet ihr hoffentlich alle auch mal einen Chart sehen. Jetzt sehen wir den. Jawohl. Dann viel Perfekt. Erfolg, wenn was ist. Ich bin da, ja. Alles klar, super. Dann erstmal vielen Dank für die Anmoderation. Ja, ich freue mich wieder zu Hause zu sein hier in Deutschland. Der eine oder andere hat es auch schon gerade geschrieben. Ich war ja die letzten 2 Wochen in den USA gewesen, in New York. Sehr, sehr spannend, auch mal so die Ansichten der Amerikaner zu hören zu dem, was hier in Europa gerade so abgeht. Vielleicht kommen wir zwischen durch auch nochmal dazu. Was werden wir uns in den nächsten 60 Minuten anschauen? Natürlich, wie jedes Mal beim großen Marktausblick, die großen Indizes, einen Blick auf natürlich den Euro, US-Dollar werfen, auf Einzelaktien und natürlich auf die Aktien, die euch interessieren und natürlich auch auf die Fragen, die ihr gegebenenfalls habt. Hier aufgemacht habe ich den S&P 500 Index und ich mache das mal, ich gehe mal ein bisschen zurück, dass wir den Jahresanfang sehen, denn wir haben sehr turbulente Zeiten hinter uns und viele Trader vor allen Dingen haben sich extrem schwer getan in den letzten Wochen mit diesem Markt. Und das ist auch was vollkommen Normales. Wir haben da auch sehr viel drüber gesprochen. Wir haben jetzt gerade in der letzten Trader-Ausbildung eine Hälfte gehabt, die sehr gut mit dieser Marktphase zurechtgekommen ist, die in den letzten 3 Monaten eine zweistellige Performance hatten. Auf der anderen Seite gab es aber auch einige, die extreme Probleme hatten. Warum das so ist und wie sich das der Markt wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird, das schauen wir uns an. Und wie gesagt, gehen dann hier auch gerne auf die Fragen von euch ein. Hier ist erstmal ganz gut zu sehen, dass wir seit Jahresanfang hier einen klaren Abwärtstrend im S&P hatten. Die rote Linie ist die 200-Tage-Linie. Da befinden wir uns jetzt schon ja seit März drunter. Dann haben wir hier diese starke Rallye gesehen und die ist eben wirklich extrem stark gewesen. Eine sogenannte Bärenmarkt-Rallye, die wir hier gesehen haben. Hier ging es knapp 20% nach oben. Und das ist wirklich schon sehr stark, weil bei dieser Bewegung, die hier nach oben gekommen ist, ist es gleichzeitig auch zu diesem Bruch dieses Abwärtstrends gekommen, den wir hier vorhin uns angeschaut haben. Und das war für viele so das Signal, dass sie gesagt haben, okay, ab jetzt geht es nach oben. Und das ist eben immer super gefährlich, weil wenn wir uns die 200-Tage-Linie nehmen, da bleibt der Markt halt fast immer erst einmal stecken, weil das Ganze haben wir hier auch schon mal gesehen, dass der Markt hier an die 200-Tage-Linie gelaufen ist, kurz drüber geschaut und dann wieder zu neuen Tiefs. Auch hier dasselbe, der Markt unter der 200-Tage-Linie, kurz drüber gelugt und dann neue Tiefs. Das heißt, also man darf sich davon nicht zu schnell einnehmen lassen. Dazu kam natürlich auch noch, dass natürlich wir schauen, wie ist die letzte Krise gelaufen. So, und in der letzten Krise, das war Corona, 2,5 Jahre ist es her und auch da war es so, wir sind schnell nach unten gelaufen und dann kam aber so eine V-Formation. Also das heißt, der Markt ist dann schnurstracks nach oben gelaufen. Das ist aber eher die Ausnahme. Das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich eher das typische Bild, was wir als Trader eben sehr oft auch erleben. Der Markt läuft hoch und prallt dann wieder an der 200-Tage-Linie ab. Man kann auch diese beiden Krisen nicht miteinander vergleichen. Corona war gefühlt viel, viel stärker auf den Einzelnen, weil es um unsere Gesundheit ging. Die Krise, die wir jetzt haben, fühlt sich gar nicht so krass an. Klar, Inflation ist da, wir sehen die steigenden Energiepreise, wir haben auch noch den Ukraine-Konflikt, aber das wirkt natürlich auf die einzelnen Unternehmen viel mehr als das, was wir vor 2 Jahren erlebt haben. Und deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass wir jetzt hier nochmal diesen ja doch recht starken Abverkauf hier dann gesehen haben in den letzten 2 Wochen, wenn wir uns das anschauen, roundabout knapp 10% ging es hier nochmal zurück. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier natürlich einen kleinen Trend gehabt, der sich hier auch etabliert hat, der hier dann entsprechend nach oben gelaufen ist. Wir haben dazwischen nochmal
kürzere Korrekturen, so über ein, zwei Tage gehabt. Aber ansonsten war das hier doch eine relativ große Bewegung, die hier nach oben gelaufen ist, die jetzt abverkauft wurde. Und wir befinden uns jetzt ungefähr hier wieder an den alten Höchstständen hier von der Ausbruchsmarke. Die Wahrscheinlichkeit, dass das hier jetzt dreht und wieder nach oben abzieht, sehe ich im Moment tatsächlich nicht als sonderlich groß. Die Volatilität ist zurzeit auch noch sehr hoch mit weit über 20, 25 und höher. Schauen wir uns gleich auch nochmal an. Also im S&P 500, ja, es ist hier zu einem Trendbruch gekommen. Wir befinden uns in einer neutralen Situation. Das darf man halt nicht überbewerten, weder auf der Long- noch auf der Short-Seite. Ich bin ja immer ein Freund davon, von klaren Aussagen zu treffen, in die ein oder andere Richtung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gehen. Wenn man im neutralen Bereich ist, ist es immer sehr schwierig zu antizipieren. Deswegen sind wir auch bei uns im Portfolio, auch was im Rahmen des Screening-Dienstes zurzeit ungefähr mit einer Hälfte Long, mit einer Hälfte Short aufgestellt. Wir nehmen aber nur noch neue Shorts auf. Auch das ganz klar. Also wir haben uns komplett der neuen Situation angepasst. Und warum das so ist, das werden wir auch gleich sehen, wenn wir uns die anderen Indizes anschauen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter nach unten geht, ist einfach groß. Vor allen Dingen, wenn wir die Dynamik sehen, wie hier die Abverkäufe waren, auch am Freitag nochmal. Wenn wir uns den Nasdaq-Index anschauen, auch hier ein ähnliches Bild am Ende des Tages. Auf der einen Seite, wenn wir seit, ja, Dezember schauen, auch hier ganz klar, wir haben hier diese Bewegung, die hier oder diesen Trend, der hier nach unten gelaufen ist. Man kann das hier ja ganz gut auch sehen, auch ohne dass wir es einzeichnen, dass der Markt hier sauber heruntergelaufen ist. Auch hier ist es zu diesem Trendbruch gekommen, was für viele eben das Signal ist, oh, ab jetzt geht es aufwärts. Aber das ist, wie gesagt, viel, viel zu früh, hier schon auf Long zu wechseln. Deswegen auch hier die 200-Tage-Linie war nicht weit entfernt. 400, 500 Punkte. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann immer sage, hier müssen wir einfach abwarten, bevor wir zu schnell auf die Long-Seite wechseln. Denn der kleine Trend hier, und das ist eben anders als im S&P 500, auch der ist zwischenzeitlich schon wieder gebrochen worden. Das heißt, also wir haben hier diesen Trend gehabt, der hier nach oben gelaufen ist, hier schön zu sehen. Aber hier dieses Tief haben wir halt auch angegriffen, haben das auch am Donnerstag hier schon angelaufen. Freitag haben wir direkt an dem Tief am Ende des Tages auch geschlossen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch hier bergab geht, weiter bergab geht im Nasdaq, ist einfach da. Und deswegen aus meiner Sicht viel, viel zu früh hier auf die Long-Seite zu wechseln, sondern ich würde hier tatsächlich eher weiter nach Position Ausschau halten, um weiter auf der Short-Seite Geld zu verdienen. Und vor allen Dingen, es ist ja deutlich einfacher und schneller auf der Short-Seite verdienen. Wie gesagt, es geht jetzt nur ums Trading, nicht ums Thema Investieren. Da gibt es nochmal ganz, ganz andere Regeln, die man dann für sich nutzt. Aber gerade wenn wir uns das Marktumfeld anschauen in den USA, sieht es gerade nicht so aus, als wenn der Markt hier nach oben reißen will. Viele sind auch deswegen verunsichert gewesen, weil wir ja offiziell, also wenn man mal sich rein an Fakten hält, uns in einem Bullenmarkt zumindest per Definition bewegt haben, denn wir sind mehr als 20% vom Tief nach oben gelaufen. Hier am Nasdaq kann man es sehr gut sehen. Mehr als 20% ging es hier nach oben. Und das führt natürlich am Ende des Tages oft dazu, dass man eher dann wieder auf der Long-Seite unterwegs ist. Ich habe auch sehr viele Trades in den letzten Wochen eben auch von Kunden von uns gesehen im Rahmen der Ausbildung. Da waren natürlich verhältnismäßig viele Longs auch mit dabei. Nicht, weil es ein Signal auf der Long-Seite gab, sondern ausschließlich aus dem Gefühl heraus, weil der Markt eben so stark gelaufen ist. Und da ist eben immer diese Riesengefahr. Also ich würde hier in der jetzigen Situation, wie gesagt, eher nach schwachen Titeln Ausschau halten. Wir haben das ja in den letzten Wochen zum Glück vom Timing her sehr gut hinbekommen. Wir hatten eine Fresenius auf der Short-Seite, wo dann die schlechten Nachrichten hinterhergekommen sind. Und so sind es eben so die einzelnen Titel, die einem am Ende des Tages dann tatsächlich dann auch helfen. Deswegen erst immer den Blick auf die Indizes und dann von dort aus auf die Aktien. Und das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn wir auf den deutschen Markt schauen. Denn der sieht nun mal mit Abstand am schlechtesten aus. Wenn wir uns das anschauen, eine ganz, ganz knifflige Situation, in der wir uns befinden. Zum einen befinden wir uns hier noch in einem sauberen Abwärtstrend. Das ist das eine, wenn wir uns das anschauen, der Markt hier ganz schön zu sehen, hier dieses Doppelhoch, dann ist der Markt hier
dann heruntergekommen, nochmal die 200-Tage-Linie angelaufen, dann komplett nach unten gezogen, so hier rauf und dann nochmal das neue Tief, was natürlich die Chance geboten hat, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auf ein Doppeltief. Aber der Markt hat es eben nie geschafft, wie im amerikanischen Bereich, eben die Hochs rauszunehmen. Das kann man ganz gut sehen. Ich habe das heute ja auch getitelt. Also wenn wir hier unter das Tief fallen, könnte es hier tatsächlich im deutschen Markt zu einer richtigen Ausverkaufsstimmung kommen, richtig Panik reinkommen. Warum? Nun ja, hier sitzen extremst viele Stops mit hoher Wahrscheinlichkeit. Warum? Weil alle, die jetzt in dieser Zwischenzeit hier irgendwelche Positionen aufgebaut haben, spätestens dann bei der 12.400 dann ihre Stops liegen haben werden. Das heißt, wir sind hier am Ende nur 3% von diesem Bereich entfernt. Und wir haben, wenn wir das uns mal genauer anschauen, jetzt auch zweimal, sowohl letzte Woche Freitag als auch am Anfang der Woche, massive Umkehrkerzen gesehen. Das heißt, der Markt hat zweimal versucht, nach oben zu laufen und ist zweimal abgewehrt worden. Auch hier beim zweiten Mal hat der Markt es nicht geschafft, hier über das alte Hoch hinwegzukommen. Das heißt, es gibt unwahrscheinlich viele, die hier noch Material in den Markt hineindrücken. Mit diesen Umkehrkerzen muss man am Ende des Tages immer sehr, sehr vorsichtig agieren, denn die sind eben gegen den Markt und das ist eben auch gefährlich. Also von daher würde ich auch hier sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier weiter bergab geht, ist einfach extrem groß, vor allen Dingen, weil wir hier eben noch einen intakten Abwärtstrend haben. Und wenn man sich das dann anschaut, dann bleibt als Konsequenz eigentlich nur noch zu schauen, okay, welchen Markt sollte man jetzt am ehesten shorten? Ich bin auf jeden Fall ein großer Freund davon, im deutschen Markt das zu tun, auch wenn im Regelfall die Gebühren meistens vielleicht ein bisschen höher sind. Nichtsdestotrotz, das Potenzial ist im Moment am größten und dann eben entsprechend im Nasdaq. Wenn wir noch auf die Volatilität schauen, das ist auch nochmal hier diese grüne Linie, sind wir knapp an der 26er-Punkte-Marke, alles unter 20 spricht eher dafür, dass wir in ein angenehmes Marktklima hineinkommen. Das heißt, dass wir eher mit steigenden Kursen rechnen können. Das haben wir auch gesehen, bevor ich nach New York geflogen bin, waren wir ganz knapp unter der 20er-Marke gewesen. Aber wie gesagt, wir sind sehr schnell wieder in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Es bleibt abzuwarten, solange aber der Absicherungsbedarf groß ist, und das ist im Moment noch so, gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt sehr schnell steigende Kurse sehen werden. Jetzt noch ein kurzer Blick auf den Euro, weil auch das ja immer ein spannender Punkt ist. Parität hatten wir gesehen in den letzten Tagen, als ich in New York war, da ist der Markt dann tatsächlich unter die 1,00 gefallen, auch heute nochmal ein neues Tief, wenn wir uns das auch anschauen. Ich bin ja schon ziemlich lange Short im Euro, schon seit dem letzten Jahr. Es bleibt auch gar nicht aus, wenn wir uns das hier anschauen. Es macht da einfach Sinn, hier diese Abwärtsbewegung im Tageschart einfach mitzunehmen. Ich werde auch weiterhin hier Short bleiben, aus mehreren Gründen. Das eine natürlich, weil ich als Trader damit Geld verdiene. Zum anderen aber auch, und das ist, glaube ich, ein aus meiner Sicht viel wichtigerer Punkt ist, der Euro verliert zurzeit wirklich gegen relativ viele Währungen. Und wie gesagt, ich bin gar nicht der große Währungsspekulant oder auch Trader, sondern es hat einfach damit zu tun, wenn ich mir anschaue, wie schwach eigentlich Europa im Vergleich zum Rest der Welt ist. Da muss man einfach klar sagen, es macht einfach für mich wenig Sinn, mein Vermögen in Euro zu halten. Wir haben also eine gute Aufteilung. Es ist zwar jetzt so ein bisschen investmentmäßig, aber vielleicht trotzdem nicht ganz schlecht für den einen oder anderen, zu sagen, okay, einen Teil des Geldes in Dollar zu haben, aber auch in Schweizer Franken. Also das sind Dinge, auf die ich halt sehr achte, weil diese Währungen deutlich, deutlich stärker sind als eben der Euro. Wenn man mit Amerikanern spricht, was wir auch viel gemacht haben, als wir in den USA waren, die sehen diese Problematik, die wir haben, eigentlich gar nicht so krass. Also die haben natürlich auch die Inflation, die haben die Zinsentwicklung sogar noch etwas stärker, als wir das in Europa haben. Aber die sehen ihre eigenen Probleme nicht so groß, wie wir sie hier sehen. Und klar, wir sehen sie eben noch größer, weil wir mit Inflation in der Vergangenheit fast gar nichts zu tun gehabt haben. Und wir haben noch den Ukraine-Konflikt vor der Haustür. Und dazu kommt, dass wir in Deutschland natürlich auch dazu neigen, immer alles ganz furchtbar zu sehen, wenn irgendetwas am Himmel aufzieht. Das ist bei den Amerikanern anders und das war auch die Antwort auf die Frage, als ich dann an der New Yorker Börse war, warum es denn
dort nur einen Bullen gibt und keinen Bären, so wie das in Frankfurt der Fall ist, wo ich am Donnerstag noch zum Interview an der Frankfurter Börse war. Und die Begründung aus mehreren Quellen war eigentlich gleich. Es ist vollkommen klar, dass es in Europa neben dem Bullen auch einen Bären gibt. Schaut doch einfach nur, wie pessimistisch ihr Europäer oder Deutsche seid. Ihr braucht den Bären, wir brauchen ihn nicht, denn wir sind optimistisch für die Zukunft. Da sieht man einfach, die Einstellung ist dort auch eine andere. Heißt für mich auch ganz klar, wenn ich mir das anschaue, die Amerikaner sind viel stärker in Aktien, die werden sich immer viel, viel schneller auch erholen, als wir das in Deutschland machen. Deswegen ist es wirklich so wichtig, ein ausgewogenes Trading-Portfolio auch zu fahren. Aber im Moment wäre ich auch geneigt, starke Long-Positionen long zu lassen. Aber alles Neue werde ich eher auf der Short-Seite nutzen. So, das erstmal zu den großen Märkten. Werde vielleicht nochmal einen kurzen Blick jetzt auf einzelne deutsche Titel nehmen und dann auch gerne zu euren Aktien, die sicherlich auch super spannend sind und wo sicherlich auch viele drauf warten. Ich habe das jetzt mal einfach hier den DAX genommen. Wir haben uns das heute Morgen auch ein bisschen mehr angeschaut. Covestro zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Auch hier geht es seit Wochen und Monaten schon bergab. Wenn wir mal hier ein bisschen zurückschauen, die Hochs bei weit über 60, also hat 50% verloren. Die Frage kommt dann immer, soll man hier trotzdem noch short handeln, ja oder nein? Am Ende muss das natürlich immer jeder selber entscheiden, weil short zu traden ist am Ende des Tages eigentlich eher eine mentale Geschichte und keine von wegen, wir sind gerade 50% gefallen. Es stört ja auch keinen, wenn eine Aktie 50% gestiegen ist. So, also eine Aktie kann halt unfassbar weit fallen. Was mich halt interessiert, sind wirklich Aktien, die eben deutlich schwächer sind als der Gesamtmarkt. Das ist bei Covestro gegeben. Nicht so schön ist, ich hatte die Aktie selber gehabt vor 2 Wochen und bin dann hier rausgeflogen, weil dieser kleine Trend, der jetzt noch nicht eingezeichnet war, da seht ihr, dass ich auch nicht da war. Wir hatten hier eben diese Bewegung nach oben, neues Tief gemacht und dann zack, bin ich halt ausgestoppt worden aus der Position. Also das passiert eben auch. Gibt doch gar keinen Grund, da ein Geheimnis drum zu machen, weil es geht ja doch da immer darum, auf wie hoch die Trefferquoten sind. Ich habe gestern noch mit einem guten Freund gesprochen, der selber auch Daytrader ist, seit mehr als 20 Jahren, wie ich auch. Wir haben damals zusammengearbeitet, eine ganze Zeit. Und er sagt auch, am Ende ist es tatsächlich so, es ist halt, wenn man so enge Stops hat, gerade im Tageschart, dann kann man eben, wenn man einen Stop von 2, 3, 4% hat, fliegt man halt auch oft raus und das ist hier halt passiert. Ist auch vollkommen normal, aber ich würde tatsächlich bei Schwäche eher solche Aktien suchen, die schwach sind und dann auch meistens schwach bleiben. Ähnlich ist es auch bei Adidas, die jetzt schon seit Monaten extremst schwach ist. Auch hier die Aktie ist weit, weit runtergekommen, wenn wir uns das anschauen, hat auch 50% verloren. Die Zahlen waren jetzt auch nicht so sonderlich gut bei Adidas. Also das heißt, auch hier macht es auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn, die Aktie auf der Watchliste zu haben. Denn hier geht es eigentlich nur darum, wie findet man einen vernünftigen Einstieg auf der Short-Seite in eine solche Aktie. Solche Aktien halte ich möglichst die Finger von, weil das macht einfach keinen Sinn, solche Aktien zu handeln. Immer schon dann, wenn ihr erkennt, dass hier die 200-Tage-Linie einfach seitwärts läuft, da weiß man eigentlich, wenn man rausgeht aus dem Chart, dann sieht man, dass die Aktie eigentlich nur seitwärts läuft und das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Versuchen hier nicht mal ob long oder short, also ich fasse solche Titel grundsätzlich erstmal nicht an. Ein Dividendentitel, den ich immer gerne versuche, ins Portfolio zu bekommen, aber das hat ja eben mit Trading grundsätzlich erstmal nichts zu tun, das ist die Allianz-Aktie. Die hat prozentual gesehen nicht so stark verloren, trotzdem sind es natürlich ja auch 60 Dollar oder 60 Euro in dem Fall. Haben wir heute Morgen auch tatsächlich überlegt, ob wir die Aktie auch als Short-Kandidaten nutzen sollten. Wir haben uns dann am Ende des Tages ein bisschen dagegen entschieden, weil dieser Tag hier dann zu stark war. Also auch das sind einfach Dinge, auf die man am Ende des Tages dann auch achten sollte als Trader. Wenn eine Aktie plötzlich so aus dem Nichts heraus dann plötzlich eine große Stärke aufweist, dann muss ich die nicht unbedingt gerade short handeln, auch wenn der heutige Tag mit 2% schwach ist. Aber das ist eben ja auch das Ergebnis, das, was wir heute im DAX sehen, dass wir hier gut 2% heute schwächer unterwegs sind. Also von daher passt das auch. Dann kommen wir jetzt in einen Bereich, der sicherlich sehr leidet im Moment. Das haben wir auch hier
dann gesehen, BASF, natürlich alles, was mit Chemie ein bisschen zu tun hat, ist im Moment betroffen. Das hat natürlich auch mit den Gaslieferungen zu tun, die jetzt nochmal das Ganze sich eigentlich schwieriger gestaltet hat, nachdem wir jetzt über Nord Stream 1 kein Gas zurzeit bekommen. Deswegen auch hier nochmal das Gap. Es fällt manchen gar nicht so auf, aber es ist ja hier vom Schlusskurs zur Eröffnung. Da sieht man halt, es geht halt 4% bergab. Also das ist schon schwierig in einem solchen Marktumfeld. Wenn es hier unter das Ziel fällt, dann ist es auf jeden Fall ein klarer Short wieder für mich auch. Also das heißt, wenn wir uns die Sachen anschauen, es gibt schon wirklich viele, viele Aktien, die wirklich richtig, richtig schwach sind. Bayer ähnlich, hat sich ganz, ganz lange halten können, ist dann hier, wie gesagt, mit Krawumms hier durch die 200-Tage-Linie dann nach unten gebrochen. Und auch hier besteht eben die Chance, gerade hier nach diesem Gap, was wir hier gesehen haben, dass es hier auch weiter am Ende des Tages bergab geht, auch wenn wir heute erst einmal zumindest auf den ersten Blick einen positiven Tag hatten. Auf den zweiten Blick sind wir ja trotzdem 1,5% im Minus, weil auch hier eben ein Gap entstanden ist. So, und so gehe ich halt im Screening-Prozess immer die Aktien Stück für Stück durch. Schön eigentlich zu sehen, dass es auch einige Ausnahmen gibt. Wir haben ja auch einige Aktien auf der Long-Seite, die wir auch im Rahmen unseres Screening-Dienstes auch haben. Und das ist auch spannend zu sehen, dass viele Aktien sich trotz des Marktumfeldes eben sehr, sehr gut halten. Hier, wenn wir uns das anschauen, ist mal gerade 6% von den Hochs hier nach unten gegangen bei Beiersdorf. Ist also eher eine Aktie, wo ich auch sagen würde, ja, die würde ich normalerweise auch eher auf der Long-Seite anfassen und nicht auf der Short. Die Problematik ist einfach nur, dass ich nicht gegen meine Regeln handle. So, und das ist, glaube ich, etwas, was extremst wichtig ist als Trader. Man braucht unbedingt, um langfristig erfolgreich zu sein, einen Plan, wie man im Markt agiert. Wenn ihr 10, 20 Jahre dabei seid und profitabel tradet, geschenkt, dann wisst ihr, was ihr macht. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch keinen Handelsplan aufgeschrieben mehr haben. Hattet ihr vielleicht früher oder auch nicht. Wenn man aber anfängt zu traden, dann, das kann ich sagen, weil wir jedes Jahr mit über 3.500 Tradern zusammenarbeiten, die meisten fangen ohne Handelsplan an. Und das Ergebnis ist bei fast allen Tradern gleich. Das Ergebnis ist im besten Fall, dass sie plus minus null handeln, in seltensten Fällen, dass sie kontinuierlich im Gewinn agieren. Das ändert sich erst in dem Moment, wo sie sich darüber klar werden, was sie denn eigentlich machen, was sie machen wollen und dann auch, wenn sie es aufgeschrieben haben, dann auch wirklich das handeln, was sie möchten. Ich hatte jetzt vorhin meine kleine Webcam nicht freigeschaltet. Vielleicht mache ich dazu morgen nochmal einen Post. Ich habe heute von einem Kunden eine 2 Seiten DIN A4 geschickt bekommen, wie dankbar er ist dafür, was er in den letzten Monaten gelernt hat und vor allen Dingen eben auch das mit diesem Handelsplan. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, einen Plan zu haben, das zu notieren, was man machen will. Denn man gerät sehr schnell in das Thema der Emotionen. Das kennt ihr vielleicht selber auch. Wenn das mal nicht so läuft, wie man das möchte, das ist bei Tradern so, das ist auch bei Investoren so. Ich hätte immer gedacht, Investoren sind davon nicht so betroffen, weil mich das gar nicht interessiert als Investor, ob ich 10%, 15%, 20% hinten bin, weil es ist ja geschenkt. Also es ist ja nur geliehenes Geld. Wir kriegen es ja alles wieder zurück, weil die Märkte ja langfristig steigen. Von daher ist es egal, ob man kurzfristige Verluste im Investment hat. Man kann ja sogar noch günstig nachkaufen. Beim Trading sieht das etwas anders aus. Da vermeide ich natürlich auch Verluste und die kann man eben gut vermeiden, indem man sowohl einen Handelsplan nutzt, als sich dann auch anschließend natürlich an diesem Plan hält beim Trading und am Ende des Tages dann auch noch im Handelsjournal prüft, ob das, was man gemacht hat, auch richtig gewesen ist. Ich werde dazu auch auf der WOT einen entsprechenden Vortrag halten, warum 90% der Trader nicht so erfolgreich sind. Automobilindustrie hat auch gelitten, bleibt auch gar nicht aus, jetzt am Wochenende nochmal, wie gesagt, verstärkt das ganze Thema, weil natürlich auch die Automobilindustrie stark abhängig ist von Öl und Gas und steigende Preise sind halt einfach nicht cool und deswegen sind auch heute die ganzen Automobilunternehmen und auch die Zulieferer unter Druck geraten. Und das ist auch immer das, was für uns Trader natürlich spannend ist, gerade wenn wir Daytrading betreiben, davon können wir natürlich auch massiv profitieren, wenn wir denn diese Zusammenhänge herstellen. Auch das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn ich das traden möchte hier BMW, dann sehen wir hier eigentlich ganz gut, dass wir hier seit, ja, März eigentlich seitwärts laufen. Es ist keinen Grund gibt, hier momentan in diese Aktie einzusteigen, weder long noch short.
Deswegen macht es immer Sinn, so den Blick einfach mal rauszunehmen. Und wenn man sich das hier dann anschaut, hier die Oberseiten und einfach mal die Unterseiten sich anschaut, da sieht man einfach, der Markt liegt einfach dazwischen. Und solange wir da drinnen sind, macht es einfach überhaupt keinen Sinn, hier aus meiner Sicht zu handeln, nur wegen der 10%, die hier zwischen oder 15, die hier möglich sind. Also ich fasse solche Aktien nicht an. Wenn der Markt ausbricht nach unten, jawohl, bin ich sofort dabei. Werden hier auf jeden Fall neue Shorts aufgemacht. Bis dahin halte ich mich da erstmal raus. Auch solche Aktien eignen sich aus meiner Sicht nicht wirklich weder für Long noch für Short, weil wir befinden uns hier so im Niemandsland, lasse ich auch weg. Dann gehe ich doch lieber auf solche Aktien, die jetzt kommen, nämlich wie Conti oder wie Daimler. Ausbruch nach unten, das ist genau das, was ich als Trader möchte. Hier kann ich intraday wahnsinnig viel Geld verdienen, weil es war heute Morgen schon klar, dass die Automobilindustrie eben leiden wird und somit auch die Zulieferer aufgrund der Krise, wie gesagt, vom Wochenende. Ja, und das wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen und Wochen hier noch zu viel, viel größeren Gewinnen führen. Ähnlich sieht es bei Daimler aus. Auch hier der Markt hier schön runtergekommen, hier ein paar Tage seitwärts korrigiert und jetzt wieder der Abverkauf Richtung Tiefs bei 51 beziehungsweise Richtung 50 Euro. Also das ist eigentlich das, worauf es im Handel aus meiner Sicht ankommt, also dieser Screening-Prozess, wirklich sich das genau anzuschauen, das, was wir auch in den Ausbildungen ja wirklich immer und immer und immer wieder machen, weil ihr müsst, wenn ihr nicht schon erfolgreich seid, euch klar sein, am Ende hängt Trading eigentlich nur an wenigen Faktoren. Das ist einmal das Risk- und Money-Management, das ist einfach ein wichtiger Bestandteil, da gehe ich von aus, das hat auch jeder von euch aus dem FF drauf. Und dann entscheidet am Ende des Tages eigentlich nur noch die richtigen Aktien auszuwählen, also die schwächsten auf der Short-Seite, die stärksten auf der Long-Seite. Naja, und dann packt man noch ein Setup drauf, wie man einsteigt, wie man aussteigt und wie man in diesen Trade verwaltet. Das ist eigentlich alles. Aber dieses Herausfinden, welche Aktien jetzt besonders stark oder besonders schwach sind, das macht die Sache am Ende des Tages dann besonders spannend. Und der Bernd hatte schon gefragt, ganz am Anfang, ob wir auch einen Blick auf RWE werfen können. Das mache ich natürlich sehr gerne. Und das finde ich auch sehr spannend bei RWE, weil das ist wieder so ein typischer Tag. Wir haben hier gesehen, RWE ist die ganze Zeit sehr stark gewesen. Die 200-Tage-Linie hält hier eigentlich schon seit dem Herbst letzten Jahres immer mal wieder angetestet worden. Hier sogar neue Hochs angelaufen. Dann hier dieser schnelle Abverkauf. Naja, und jetzt hier heute dann mit dem Gap nach unten aufgemacht und dann aber doch recht stark, hat hier sogar das Close hinbekommen, dass es tatsächlich ein Tag war, der plus minus null gelaufen ist und somit einer der stärkeren Aktien. Ähnlich ist es bei E.ON übrigens heute auch gelaufen, um das mal parallel dazu zu zeigen. Ich sage auch gleich noch was zu RWE dazu. Aber daran sieht man es einfach. E.ON hat es einfach nicht so gut hinbekommen wie RWE. Die hat zwar heute im Plus geschlossen. Ja, klar. Aber wenn wir das jetzt im Vergleich zu RWE sehen, dann muss eigentlich jedem auffallen, RWE sieht einfach deutlich stärker aus. Es sieht auch so aus, als wenn es die 200-Tage-Linie halten könnte. Die Frage, die man sich jetzt hier stellen muss, wenn man Trader ist, setzt man jetzt darauf, dass es hier nach oben geht? Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Aktien in einem Umfeld, was eher Short ist, Long zu kaufen. Wenn ich die Aktie im Portfolio habe, wir haben langfristig RWE im Portfolio, aber eben nicht als Trader. Als Trader, das wissen die meisten von euch, bin ich eher ein Freund davon, Stärke zu kaufen und Schwäche zu verkaufen. Und alles, was so dazwischen liegt, mache ich halt nicht so gerne. Das ist beim Investieren, bei Dividendentiteln anders, weil da brauchen wir die Schwäche, um einfach günstig in den Markt zu kommen, um möglichst neben der Dividende, die ja im Regelfall 3 bis 6% vielleicht groß ist, zusätzlich nochmal im Jahr 10, 20, 30% eben auch als Kursgewinne mitzunehmen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zu weiteren Aktien von euch, die euch interessieren, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese natürlich auch gerne in den Chat schreiben. So, wichtig ist immer das Kürzel, dann geht das Ganze immer relativ schnell. AXSM. Im Prinzip auch eine Aktie aus dem Gesundheitssektor. Genau das eigentlich, Thomas, was ich suche. Starke Aktien ist genau das, was ich gerade vor einer Minute sagte. Ich möchte halt Stärke kaufen und Schwäche verkaufen. Alles andere, da bin ich sehr großzügig, ist für die, die es
eben haben wollen, also die nicht unbedingt schnell Gewinne brauchen, weil es gibt, als Investor braucht man nicht unbedingt immer schnell Gewinne. Wenn ich Kursgewinne allerdings brauche, so wie ich, weil mein Lebensunterhalt ich seit 25 Jahren und länger durch Kursgewinne an der Börse bestreite, dann brauche ich halt starke Aktien. Ich gehe rein und möchte, dass sie möglichst schnell laufen, und das ist eben so eine typische Aktie, die ich dann gerne hätte. So, dann haben wir HPQ. Hier haben wir genau das Gegenteil, also vom Screening-Prozess, Thomas, sehr gut rausgesucht. HP, ganz klar, hat sich lange gehalten hier. Hier war gar nichts zu holen in der Aktie, dann eigentlich ganz, ganz lange seitwärts gelaufen. Und jetzt ist eigentlich genau das passiert, was ich immer sehen möchte. Die Aktie hat einen Gap gemacht, rutscht nach unten weg. Wahrscheinlich war es sogar ein News Trade, den man hätte machen können, weil hier gab es dann doch ein schönes Gap. Und das Ganze weiter nach unten, also sehe ich auch weiterhin als Short. Dann 3M. Ja, selbe Spiel. Also da würde ich sagen, von der Aktienauswahl her genau das, was ich eigentlich suche, Thomas. Also da dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn jetzt auch noch das Handelssetup und die Trade-Verwaltung passt, dann top. Dann gibt es da gar nichts groß zu wollen. Dann NEM. Ja, auch hier selbe Spiel, sauber nach unten, perfekt. Also ich baue halt sehr, sehr viel auf Statistik. Der eine oder andere von euch weiß das hier aus der Gruppe, und es ist halt so, starke Titel neigen halt dazu, stark zu bleiben. Das ist ja auch der Grundgedanke der Markttechnik, den ich seit über 20 Jahren verfolge. Ein Markt oder eine Aktie hält halt das, was es macht, gerade länger bei, als dass es sich umkehrt. Und wenn es in einem Seitwärtsmarkt ist, dann bleibt es halt im Seitwärtsmarkt. Wenn sie stark ist, bleibt sie stark. Und wenn sie schwach sind, bleibt sie meistens schwach. So, das nutze ich. Das nutze ich im Trading, das nutze ich im Investment. Funktioniert das immer? Nein, natürlich auch nicht, aber die meiste Zeit. Und das reicht mir halt aus, um damit eben konsequent Gewinne einfahren zu können. Und das ist für mich eben das Einfachste. So, Gregor schreibt: Ich kam ebenfalls am Sonntag aus den USA zurück. Dort sprechen die Menschen jedoch vom Krieg in der Ukraine. Warum sagst du wiederholt Konflikt statt Krieg? Kann ich dir nicht sagen. Natürlich ist es Krieg. Kann man bezeichnen so oder so. Also für mich ist es eben, ich nutze das Wort Krieg tatsächlich relativ selten. Aber da hat keinen Hintergrund. So, Alexander ist auch am Start. Sehr schön. Wie siehst du aktuell Gas Long, UNG? Ja, also ich sag mal, heute ging es ja nun mal erstmal bergauf. Beim UNG nicht. Das wundert mich, weil der Gaspreis ja an sich eigentlich eher stark war. Also grundsätzlich, wenn ich mir das anschaue, wir sehen hier, die ganze Zeit gab es neue Hochs, dieser starke Abverkauf. Das war ja, der gesamte Rohstoffmarkt ist ja zu dieser Zeit etwas zurückgegangen. Wir haben ein neues Hoch gemacht. Ich hätte jetzt erstmal kein Problem, UNG weiter im Blick zu behalten, auch mit der Umkehrkerze, die hier jetzt vielleicht entsteht, tatsächlich dann am morgigen Tag, wenn der Markt dann wieder auf hat, hochzugehen. Jetzt weiß ich auch, warum wir heute das Gap nicht nach oben sehen, weil heute der Markt geschlossen ist in den USA. Also würde ich auf jeden Fall eher auf der Long-Seite weiterhalten. Also du weißt ja, wie ich handle. Also ich würde da tatsächlich beibleiben. So, Oliver schreibt, Index, MDAX schwächster Index. Ja, der Punkt ist, ich handle halt sehr wenig Aktien tatsächlich aus dem MDAX. Das liegt so ein bisschen an der Größe der Positionen, die man traden will. Einige kann man eben sehr gut handeln. Andere kann man eben ganz, ganz schlecht handeln. Das ist schon manchmal im DAX schwierig. Solche Aktien wie zum Beispiel Fresenius, die ist auch manchmal vom Umsatz her nicht so ideal zu handeln. In einem ruhigen Marktumfeld ist es meistens nie das Problem. Die Probleme treten immer dann auf, wenn plötzlich ein Gap von 3, 4, 5% im Markt auftritt. Und wenn ihr dann in einem besonders schwachen Markt seid mit sehr wenig Liquidität, dann könnt ihr sehr schnell Probleme bekommen, wenn die Marktkapitalisierung nicht so groß ist, also wenn da nicht genügend Umsatz dann am Ende des Tages
auch da ist. Und da muss man halt am Ende immer so ein bisschen drauf schauen. Mal hier gerade das Volumen mit da rein. So, und hier muss man halt schauen. Also natürlich haben wir hier ein Tagesvolumen, wenn wir uns das anschauen, von ja, knapp 90.000 Stück. So, mal 60, das ist auch schon ein bisschen Umsatz. Nur wenn ihr das auf die einzelnen Stunden oder sogar noch auf die Minuten runterbrecht, und da, ich möchte euch das nur anhand einer Aktie zeigen, wo das Problem ist. Also immer wenn ihr im Minutenchart seid und diese Punkte seht, also das hier, dann wisst ihr halt, dass hier sehr, sehr, sehr wenig Umsatz ist in dieser Aktie. So, und wenn ihr zu diesem Zeitpunkt ein Tief rausgenommen wird, dann kann es eben sein, dass es hier sehr, sehr schnell nach unten geht. Wenn ihr überlegt, wir haben heute gesehen 88.000 Stücke Umsatz und davon sind knapp 27.000 in der letzten Minute gehandelt worden. Wenn ihr die abzieht, habt ihr nur noch 60.000 Stücke, die gehandelt wurden. So, und das ist eben so ein bisschen die Problematik, die dahinter steht, wenn das Konto nicht groß, also nicht besonders groß ist und die, ich sag mal, die Ordergrößen bis 20, 25.000 Euro sind, nice. Also es klappt alles super im MDAX und auch in noch kleineren Werten, gar nicht das Thema. Aber sobald ihr ein bisschen größere Positionen habt, 50.000, 100.000, 250.000, dann wird das schwer, wenn es hier plötzlich zu einem Gap geht oder wenn ihr im Stundenchart seht, es ist ein Trend, ihr setzt hier unten runter den Stop, dann knallt euch das Ding einfach weg. Und das sollte man einfach tunlichst vermeiden. Ansonsten, wenn wir uns die Aktie im Tageschart anschauen, darum ging es ja in der Frage, ja, wir haben hier neue Tiefs gemacht. Die Aktie hat jetzt beide Tage, sowohl heute als auch gestern, beziehungsweise Freitag, geschafft, hier das alte Tief wieder rauszunehmen. Das ist immer etwas unglücklich, das weiß man aber ja nicht im Voraus, wenn man hier den Short aufmacht, dass das passiert. Also wenn man Short ist, wäre ich auch total entspannt, würde aber jetzt nicht unbedingt jetzt noch den Short aufmachen. Das liegt aber einfach daran, weil einfach die beiden Tage einfach für mich zu stark waren und der Markt hier eben über das letzte Tief wieder zurückgekommen sind. So, dann haben wir noch GXI. Ja, alles im MDAX. Ja, also hier deutlich besser, gefällt mir deutlich besser. Gerresheimer bleibt auch nicht aus. Ich glaube, das Gerresheimer Glas, wenn ich mich richtig im Kopf habe, das ist natürlich genau die, die am meisten Sorgen eigentlich haben, wenn es Gerresheimer Glas ist, sonst lege ich mich zu weit aus dem Fenster. Also ich sage das mal allgemein. Hersteller von Glas haben einfach ein schwieriges Umfeld, denn wenn Gas plötzlich nicht mehr vorhanden wäre, also wir ein Gasproblem bekämen und das Unternehmen kein Gas bekommt, dann könnt ihr im Prinzip die Anlage mit Gas vergessen, mit Glas, weil das kann man hinterher nicht wieder nutzen. Also das ist halt ein großes Problem. Ne? Deswegen ist die Aktie schwach und ich würde da auch eigentlich dabei bleiben. Wenn du Short bist, würde ich Short bleiben. Sollte man eigentlich hier schon unter dem Tiefs eigentlich schon bei 55, 56 Short sein, dann ist das eigentlich total easy. So, CUK. Wie gesagt, wenn ihr allgemeine Fragen habt, auch gerne einfach rein in den Chat. Ja, kann kommen im Prinzip hier auch gut zu erkennen. Hier runter relativ starke technische Gegenbewegung hier, aber jetzt neue Tiefs gemacht. Also macht auf jeden Fall auch Sinn, hier auf der Short-Seite, wenn man Short drinne ist, auf jeden Fall weiter zu bleiben. United Internet müsste das letzte jetzt sein, UTDI. Auch hier perfekter Short. Also wenn man Short ist, super. Wenn man noch nicht Short ist, dann würde ich allerdings eher abwarten, bis die Aktie eine technische Gegenbewegung macht. Also das wäre mir jetzt hier zu gefährlich, in diesem laufenden Abwärtsmove hier hinterher zu springen. So, dann eine Frage aus dem Devisenbereich. Heute auch nur ausnahmsweise, weil das ist so gar nicht mein Steckenpferd, JPY. Ja, also gut zu sehen, 200-Tage-Linie auch hier angelaufen. Die 200-Tage-Linie versucht jetzt hier nach oben zu gehen. Also wäre für mich zu früh für einen Long, um das klar zu sagen.
für mich eigentlich eher eine neutrale Position, Euro gegen Yen. Ich würde es auch nur auf Tagesbasis handeln, Murat, weil ich kein Trader bin, der Devisen in kleineren Zeiteinheiten als Tag handelt. Ganz, ganz selten, vielleicht findest du 5 Trades bei mir, wo ich mal in der Stunde unterwegs bin, aber eigentlich mache ich so 10 Trades im Jahr im Devisenmarkt und die sind fast alle im Tageschart. Natürlich sind die Stops dann groß, ist schon klar, aber das ist am Ende des Tages kein Problem, denn es macht ja die Menge des Geldes, die du investierst und von daher, ich habe allein im Devisenbereich viele 100.000 Euro drinne liegen, also da bin ich sehr, sehr entspannt und das bringt am Ende des Tages auch eben Geld, denn wie gesagt, beim Euro-US-Dollar alleine 15% in den letzten 12 Monaten, also das ist easy. Okay, das waren jetzt die Aktien, die bis jetzt drinne waren. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Aktien habt, die ihr gerne besprechen möchtet, dann schreibt es gerne in den Chat, dann werde ich dazu gerne auch noch ein bisschen was sagen. Ansonsten trinke ich gerade einen kurzen Schluck. Welchen Broker für den Short-Handel, fragt Bernd, bei einem kleinen Konto? Das ist eine gute Frage, Bernd. Wir sind ja jetzt gerade hier bei einem guten Broker, sonst würde ich hier kein Webinar machen und da macht es auf jeden Fall Sinn, hier einfach dir das Ganze anzuschauen, weil es gibt wirklich nicht so wirklich viele Broker, das seht ihr schon da, also gut, also Broker gibt es schon eine ganze Menge. Ich habe da ja auch mich schon sehr oft zu ausgelassen zu diesem Thema und ich würde immer nur dort Webinare halten bei einem Broker, wenn ich selber dort ein Konto habe und deswegen ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn du ein kleines Konto hast, das auch hier zu machen, weil das passt halt. Also ist nicht ohne Grund, dass ich eben wirklich nur eben hier Webinare Marktausblick mache oder eben auch noch bei einem anderen Broker. Selbst dort, wo ich meine Langfristpositionen habe, mache ich eigentlich im Regelfall keine Webinare. Warum? Ihr wisst, dass das viele Trainer oder Coaches das bei jedem möglichen Broker machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich will das gar nicht werten. Ich stelle mir nur immer die Frage, warum sollte man das machen? Also entweder habe ich dort ein Konto, weil ich glaube, es ist ein guter Broker oder ich lasse es halt sein, weil ich will mich nicht bezahlen lassen von einem Broker. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ich möchte objektiv sein. Und dann sollte ich das eben auch da machen, wo ich bin. Und deswegen glaube ich, bist du hier auch gut aufgehoben, Bernd. Okay, weitere Fragen. Ansonsten lässt sich eigentlich, ich rede einfach in der Zeit, wo noch keine Fragen da sind, so ein bisschen weiter. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann schreibt es auch gerne rein, dann hören wir auch gerne früher auf. Meine Frau wird sich freuen, wir wollten noch grillen heute Abend. Das Marktumfeld, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, ist für viele schwierig und ich würde auch gleich nochmal, um ein gutes Gefühl zu bekommen, auch mal, wie es bei euch jetzt gelaufen ist, das gleich auch nochmal einwerfen. Es kommen auch ein paar Fragen rein. Deswegen gehe ich darauf auch erst ein. Ich habe das noch in der Ausbildung vor 2, 3 Wochen bei uns gesagt. Also ein schwieriges Marktumfeld, das kann man immer so sehen und so sehen. Der eine nerd rum, weil in diesem Marktumfeld er Geld verliert. Der andere, weil er keine Gewinne macht. Es ist halt sehr, sehr schwierig. Wenn man aber Gewinne macht und selbst wenn man keine macht, dann ist es eigentlich das ideale Umfeld, um extremst viel aus diesem Marktumfeld zu lernen. Mir wäre es sehr lieb gewesen, ich hätte damals, als ich angefangen habe zu traden, ein solches Marktumfeld gehabt, denn als ich das erste Mal in einen solchen Shortmarkt gekommen bin, das war Ende 2000, Anfang 2001 und ich habe innerhalb von weniger als 9 Handelstagen mehr als 100.000 damals verloren. Warum? Weil ich einfach zu blöd war und weil ich nicht wusste, wie man in einem Shortmarkt richtig tradet. Wenn ich das am Anfang gelernt hätte, als mein Konto noch klein war, hätte mich das wenig Geld gekostet. Als das Konto dann 7-stellig war, hat es mich halt 6-stellig gekostet. Für mich war es das größte Learning, tatsächlich durch 2001 zu gehen, als die Börsen um bis zu 70% in Deutschland gefallen sind, weil ich daraus lernen konnte für die ganzen Krisen, die danach kommen, wie muss ich damit umgehen. Also nutzt, wenn ihr wirklich erfolgreich traden wollt, wenn ihr jede Woche 1, 2% machen wollt als Trader, dann nutzt diese Phasen und schaut euch genau an, was hier in diesem Markt passiert. Das haben wir auch jetzt, wie gesagt, in den letzten Wochen oft in den Ausbildungen besprochen. Es ist die beste Phase, um zu lernen, unabhängig davon, ob man jetzt 5% im Plus ist, 10% oder auch 3% im Minus. Vollkommen egal. So,
Dann machen wir noch mal bei den Fragen weiter. Sergej ist auch mit dabei. Sehr schön. Grüß dich, VZ. So, auch hier typisches Bild. War auch nicht anders zu erwarten bei dir. Typischer Short Trade. Perfekt. Gehen wir davon aus, du bist drinne. Alles richtig gemacht. So, Thomas schreibt noch mal. Super Webinar. Hättest du einen Ratschlag, wie man gut Abstand vom laufenden Trades halten kann, vor allem wenn diese im Minus sind? Erstmal vielen Dank für das Feedback, Thomas. Ja, also grundsätzlich, wenn ich im Tageschart oder im Stundenchart agiere, dann bin ich eigentlich gar nicht vorm Rechner. Ich gebe meistens meine Positionen morgens ein, wenn ich ins Büro komme. Wenn ich die Morgenroutine gemacht habe, dann setze ich meine Trades auf. Guck dann noch mal einmal so gegen 15 Uhr, weil ich dann noch mal einen besonderen Trade auch noch mal aufsetze. Und dann ist das Thema eigentlich für mich erledigt. Das heißt, ich schaue auch tatsächlich tagsüber oder auch abends nicht mehr in meine App rein. Also ich habe ja über mein Handy könnte ich jederzeit reinschauen. Das mache ich nicht. Also ich gucke gegebenenfalls noch einmal kurz vor 22 Uhr. Wenn ich es vergesse, ist es eigentlich auch wurscht, aber das war's. Also ich versuche wirklich nicht mehr als zweimal am Tag damit zu agieren. Wenn ich im Daytrading bin, also Intraday-Handel, dann handle ich ja sehr viel die stärksten Marktphasen, wo das Geld wirklich auf der Straße liegt, was man nur aufheben muss. Das ist immer zur Handelseröffnung, sowohl im deutschen Markt als auch im amerikanischen Markt. Dann ist das, mache ich ungefähr eine Stunde und dann sitze ich auch davor, dann sehe ich auch im Regelfall, was passiert. Aber das ist eben nur eine Stunde und dann kann ich damit sehr gut umgehen. Ansonsten hat mir persönlich sehr gut Meditation geholfen, um einfach Abstand zu gewinnen. Ich nehme auch heute viele Dinge nicht mehr zu Herzen, die mich vor ein paar Jahren noch irgendwie emotional angegriffen haben. Das gilt fürs Trading, aber es gilt auch für viele andere Dinge. Also wenn ich alleine an Social Media denke, ich könnte mich oft aufregen über Dinge, die gar nichts mit mir zu tun haben, sondern häufig auch, welche Posts manchmal, die eigentlich sehr harmlos geschrieben sind von irgendjemandem und dann einen Shitstorm darüber einbricht, wo ich mir einfach denke, was für Menschen sind da eigentlich unterwegs, wenn die ohne Gesicht irgendwelche Kommentare schreiben, aber anderes Thema. Also ich versuche wirklich Abstand zu gewinnen und Meditation hat mir da wirklich super geholfen. So. Und wenn das einer von euch macht, der darf sich gerne auch angesprochen fühlen. Also für mich, ich finde das immer so Kommentare ohne Namen und irgendwelche Leute anzugreifen, finde ich immer schwierig. Also tut mir leid. So, Part 1 finde ich bei mir tatsächlich nicht. Ich gebe es mal unter dem Namen ein, Patricia. Vielleicht finde ich es dann eher. So, Patricia. So. Probieren wir es mal da. Es ist P1Z, deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht gefunden. Ist so eine typische, also ist eigentlich sehr schön, wie du es, dass du sie mit reingenommen hast. Weil es ein gutes Beispiel dafür ist, warum, dass es eine Aktie ist, die ich auf gar keinen Fall anfassen würde. Weil die Aktie befindet sich so ähnlich wie der S&P 500, so im Niemandsland. Wir haben hier diese Abwärtsbewegung gehabt. Der Abwärtstrend ist dann gebrochen worden. Es hat sich ein kleiner Aufwärtstrend etabliert, der aber ohne Dynamik nach oben läuft. Also es ist ein gutes Beispiel dafür, warum ich solche Aktien eben nicht anfasse. Bitte deine Meinung zu 7211.t in Tokio. Kann ich dir nicht geben, Detlef, weil ich gar keine Daten für außerhalb Europas und den USA habe. Sind Trendgrößen für dich ein Thema? Du sprichst ja sehr viel über die Zeiteinheit Tag, Stunde, 5 Minuten, 1 Minute, fragt Oliver. Ja, tatsächlich. Also das sind eigentlich genau die Zeiteinheiten, die ich handle, die du jetzt gerade auch genannt hast, also Tag und Stunde. Beziehungsweise 5 Minuten und 1 Minute. Das eine ist rein fürs Intraday, das andere ist, wenn ich meine Position mit über Nacht nehmen möchte. Das sind eigentlich die Zeiteinheiten, in denen ich handle. Und dann handle ich tatsächlich fast immer in der kleinsten Trendgröße. So, weil dann gibt es auch keine Diskussion, wie setze ich jetzt meinen Stopp, sondern da ist es wirklich, dass ich ganz genau weiß, okay, ich habe jetzt einen kleinen Trend. Ich zeichne das jetzt mal hier kurz ein, damit man das mal so ein Gefühl für hat. So, wenn der Markt jetzt hier, wenn wir uns das anschauen, der Markt läuft halt hier runter, korrigiert hier hoch, läuft hier runter, korrigiert. So, und soweit kann ich eigentlich sehr, sehr einfach meine Stops setzen, weil ich weiß genau, was ich tun muss. So, und dann sieht man hier so, zack,
Da wird man halt ausgestoppt aus seiner Position und dann ist der Trade halt für mich vorbei. Also deswegen, ich bleibe gern in der kleinsten Zeiteinheit oder der kleinsten Trendgröße. So, Okta. Kenne ich auch eine Firma, die so heißt, Okta. So, ja, auch so ein typischer Kandidat von Aktien, die ich extrem gerne trade, also wie am Donnerstag. Das ist so ein typischer Trade, den ich auch intraday handle, also als Daytrader, weil viel einfacher lässt sich Geld wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt den Trade hier gesehen habe, intraday. Aber das ist so eine typische Aktie, wo man wirklich sagen muss, ich habe das ja vorher mal kurz angesprochen, das sage ich wirklich selten, diesen Spruch, weil ich finde, Trading ist eigentlich nicht so einfach, wie das manchmal auch dargestellt wird. Wenn man weiß, wie es geht, ist es total einfach. Wie gesagt, ich habe am Wochenende noch am Sonntag mit einem guten Freund gesprochen, der Daytrader ist. Der macht jeden Tag auch 1 bis 1,5% Performance. Und ich finde, unterschreibe auch das, was er sagt. Also es gibt eigentlich nicht viel Einfacheres als Daytrading, aber das liegt halt daran, dass wir das seit 25 Jahren machen. Wenn ich 25 Jahre Auto fahre, weiß ich auch, wie Autofahren geht. Und wenn ich 25 Jahre operiere, dann kann ich auch operieren. Also das ist, oder ich bin Handwerker und mache seit 25 Jahren das. Deswegen sage ich immer, aber das sind so Dinge, die sind wirklich total easy. Es gibt so ein großes Gap und dann lässt sich das im Regelfall auch sehr einfach traden. Auf Tag und Stunde würde ich sagen, wenn die Aktie nach unten wegbricht, gute Chance, dass die Aktie auch weiterfällt. So, Bernd fragt nach LTHM. So, eher eine starke Aktie, das ist schon mal vorweg gesagt. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, wenn ihr den Chart seht, überlegt mal selber ein paar Sekunden, was ihr von der Aktie haltet. Also ja, deutlich stärker als das, was wir vorhin gesehen haben. Allerdings gieße ich hier wieder Wasser in den Wein. Schaut euch an, die Aktie befindet sich in dieser Seitwärtsbox. Diese Box ist riesig, ja, 20 unten, 33, 34 oben. Aber da ist das Ding halt drinne. So, und die Frage, die man sich halt stellen muss bei so einer Aktie, ist halt immer dieselbe. Möchte ich diese Aktie handeln, so die so in so einer Box drin ist oder nicht? Natürlich könnte man jetzt sagen, ich gehe unten long und oben gehe ich short. Okay, ist geschenkt, wer diesen Ansatz hat. Ich selber mache das im Regelfall nicht oder sehr, sehr selten. Also ich würde hier wirklich warten, bis der Ausbruch nach oben kommt, also über die 34 raus und dann würde ich mir das Ganze dann genauer anschauen. Ja, Jochen schreibt noch, also ich bin raus, vielen Dank, schönen entspannten Feierabend, danke dir Jochen. Und der Bernhard ist auch da. Wo wäre denn deiner Meinung nach ein guter Einstieg für den Short in den Euro-US-Dollar? Gute definierte Frage, das ist finde ich immer ganz gut. Also tatsächlich, wenn man jetzt noch gar nicht im Euro-US-Dollar drin ist, dann muss man halt einfach fragen, Bernhard, ist es als Trade gedacht oder eben als längerfristige Position? Weil dann spielt es am Ende des Tages wirklich keine große Rolle. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, ungefähr mit 500.000 Short im Euro gegen den US-Dollar zurzeit. Das ist ja auch von der Menge her gar nicht so wahnsinnig viel, wenn man sich das anschaut. Aber warum, habe ich schon vorhin erläutert. Wie rein, also wenn man sich den Trend anschaut, dann kann man das ja ziemlich klar sehen. Also hier geht es runter, hier geht es rauf. Runter, rauf, runter. So, und für mich ist es dann halt am Ende des Tages tatsächlich immer so dieser spannende Punkt. Hier sieht man auch nochmal, dass der Markt nochmal hier Richtung 101 gelaufen ist. Also, wenn du das als Investor machst, oder wenn ich mach andersrum, wenn ich als Investor noch keine Position im Euro-US-Dollar hätte, dann würde ich die Position aufmachen, weil mir das egal ist, ob der Kurs jetzt hier Richtung 104 läuft oder nicht. Weil als Investor glaube ich einfach daran, dass selbst die schwache Währung des Dollars, also der Dollar ist ja nicht stark, das muss man ja auch wissen, der Dollar verliert auch gegen andere Währungen, aber ist halt deutlich stärker als der Euro. Dann interessiert mich eigentlich nicht das ganze Shishi drumherum, sondern ich shorte das Ding einfach und fertig. Wenn du es jetzt technisch angehen willst und auch mit einem Stop agieren willst, dann ist der Stop einfach hier ganz gut hier oberhalb der 101, weil das ist das alte Hoch gewesen. Das heißt tatsächlich hier an dieser Marke, wo wir nach unten weggebrochen sind, auf diesem Niveau, ist es für mich erstmal
ein Punkt, wo ich sage, da kann ich ganz gut mit umgehen, wenn ich da reinkomme, okay, 1 Cent höher würde ich halt rausfliegen aus dem Trade, ist mir persönlich eigentlich immer viel zu eng. Der nächste lag dann hier eben bei 1,04. So, das kann auch gut sein, dass wir hier eine Bodenbildung jetzt hier sehen und dass der Markt tatsächlich noch mal ein Stück nach oben geht. Das würde auch saisonal dafür sprechen, weil die zweite Jahreshälfte eigentlich im Euro immer einigermaßen gut ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, deswegen muss man so ein bisschen unterscheiden, ob Investor oder Trader. Wenn man so wie ich nach dem Prinzip agiere, was passiert in den nächsten 3 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren? Darauf positioniere ich mich halt im Investment. Deswegen bin ich auch, das, was ich vorhin schon sagte, ist mir vollkommen egal, ob eine Position 10 oder 15% gegen mich läuft, weil ich weiß, dass ich langfristig das Geld immer zu mir kommt. So, und das weiß auch jeder, der ein bisschen länger als Investor agiert. Und deswegen verstehe ich zwar, dass manche Menschen nervös werden, wenn ihre Position gegen sie läuft, aber am Ende des Tages macht man sich einfach nur selber kaputt damit. Denn wir sollten immer nur, egal ob als Investor oder als Trader, mit Geld agieren, was wir in den nächsten 5 Jahren nicht benötigen. So, Punkt. Und als Trader muss ich mich natürlich absichern. Ich kann jetzt nicht darauf warten, dass meine Position jetzt lange läuft, sondern da muss ich schon kurzfristig raus. Aber gerade als Investor habe ich doch ein Anlageziel 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. Und die Entscheidung, die ich treffe, ist halt auf diesen Zeitraum ausgelegt. Und dann ist es eigentlich vollkommen egal, ob ich jetzt bei 99 Cent, bei 1,01 das mache oder bei Parität, den Trade, wenn ich davon ausgehe, dass wir in einem Jahr bei 95 Cent oder bei 90 Cent stehen. Also deswegen muss man ein bisschen unterscheiden, Trader oder Investor. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und dann kommen wir zu langsam zum Ende. Da sehen wir, hallo, wie ist dein Mario, wie ist deine Meinung einmal zu MOH und zu Berkshire Hathaways? Gucken wir uns erst MOH an. Also Berkshire kann ich dir schon sagen, habe ich eine Riesenposition. Auch im Markt wird sich auch nicht ändern, werde ich mein Leben lang wahrscheinlich so halten. Also MOH. Sehr, sehr stark hier von unten hochgelaufen, sehr gut, hat die Hochs hier nicht wirklich halten können. Bei 350 sieht man ganz gut, hier waren die alten Hochs abverkauft worden sofort. Wir hängen da drunter. Solange wir unter diesen Hochs hängen, würde ich die Aktie nicht anfassen. Wenn wir drüber gehen und der Markt besser aussieht, dann ja. Ansonsten, wie gesagt, ich gehe ungern in Aktien long, wenn der Markt eben fällt. So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns noch zum Abschluss Berkshire Hathaway an. Also auch für mich ein langfristiges Investment, kein Trade. Man muss es wissen, für alle, die nicht vielleicht so bewandert sind mit Berkshire Hathaways, im Prinzip ist das wie so ein kleiner Aktienfonds. Weil hier sind ja sehr viele Aktien zusammengefasst. Und Warren Buffett steht ja hinter Berkshire Hathaways. Und die Aktie ist natürlich genauso unter Druck geraten wie der Gesamtmarkt. So, sieht man ja auch ganz gut. 200 Tage Linie erst gehalten, dann nicht, dann an die 200 Tage Linie gelaufen und dann abverkauft. So, langfristig gesehen ist Berkshire Hathaway aber in der Vergangenheit ein sehr gutes Investment gewesen, wenn man sich das 10 Jahre, 20 Jahre und länger anschaut. Deswegen gehe ich hier auch nochmal ein bisschen zurück, dass wir uns mal die letzten 10, 12 Jahre anschauen. Und da waren wir bei 50, jetzt sind wir bei 270. Man sieht also diese Kontinuität, die dahinter ist. Das liegt daran, dass hier sehr viel in Infrastruktur in den letzten Jahren immer wieder investiert wurde. Klar, eine große Position ist jetzt auch Apple. Da leidet natürlich jetzt auch Berkshire drunter, weil natürlich auch Apple massiv unter Druck geraten ist, wie so viele Technologietitel. Viele zu Recht, weil viel zu viel Fantasie drin war. Viele allerdings auch zu Unrecht so stark abgestraft worden, dass sie 50% und mehr verloren haben. Aber der Markt hat am Ende des Tages recht. Also das ist eben das Ding. Also und deswegen bin ich auch kein Freund der Fundamentalanalyse. Ich habe mich mal sehr lange mit diesem Thema auch auseinandergesetzt. Und natürlich haben die Fundamentalisten, also die Leute, die fundamental handeln, nicht Fundamentalisten, sondern die fundamental handeln, haben natürlich langfristig recht. Das Problem ist nur, dass sie erst dann recht bekommen, wenn der Markt tatsächlich in die Richtung von alleine läuft. Und das ist eben so ein bisschen die Problematik, die dahinter steht. Deswegen mag ich einen technischen Ansatz viel lieber. Deswegen habe ich auch 2000 mal eine Ausbildung zum Charttechniker gemacht, habe es dann, wie gesagt, 2 Jahre später komplett über den Haufen geschmissen, weil da wird mir zu viel mit Linien drin rumgemalt. Aber den Ansatz zu sagen, wenn ein Markt nach oben läuft, wie hier beispielsweise Berkshire, dann muss man dabei sein oder Apple, Amazon, Google, wie sie alle heißen, da muss man halt dabei sein. Und wenn der Trend nicht mehr da ist, wir haben ja jetzt viele Aktien gesehen, Thomas war ja ein gutes Beispiel für viele gute Shorts, dann handle ich halt die andere Seite. Also Fazit.
Kurzfristig würde Berkshire Hathaway es gerade nicht anfassen wollen. Langfristig als Investor immer, also würde ich immer wieder kaufen, wenn die Aktie unter Druck gerät, kaufe ich halt einfach Stücke ein, wie ich das mit anderen Aktien auch mache. Grundsätzlich lässt sich sagen, der Markt ist stark angeschlagen. Wahrscheinlich liegt das große Potenzial, wenn jetzt nicht irgendwas von außen kommt, eher auf der Short-Seite, weil einfach die Probleme immer noch da sind. Wir haben es angesprochen, das ist Inflation, wir haben steigende Zinsen, die erwartet werden, auch in der Eurozone. 0,75% wird wahrscheinlich der nächste Zinsschritt auch hier sein. Krieg in der Ukraine, also weg vom Konflikt hin zum Krieg. Und das ist einfach etwas, was der Markt im Moment gerade nicht wegwischen kann. Irgendwann wird der Markt das aber wegwischen. Also darüber sind wir uns auch einig, sicherlich. Der Markt wird immer dann wieder in die entgegengesetzte Richtung gehen, wenn der Letzte glaubt, der Markt fällt weiter runter. Das war schon immer so an der Börse. Sobald die Masse glaubt, es geht nicht mehr bergauf, es geht nur noch bergab, dann haben wir den Boden erreicht. Das sehe ich im Moment nicht so. Ich habe selten Menschen erlebt, die Panik haben im Moment. Das könnte kommen, wenn wir, wie gesagt, bestimmte Marken durchbrechen, dann kann diese Panik kommen. Dann könnte das auch genau das reinigende Gewitter sein, was wir vielleicht brauchen. Bis dahin sammle ich einfach die Taler auf der Short-Seite ein und wenn der Markt wieder nach oben läuft, dann entsprechend auf der Long-Seite. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr sagt, boah, der Handelsstil, den du hier repräsentierst mit Long und Short und wie steigst du dann genau ein? Dann hoffe ich, dass ihr vieles für euch heute mitnehmen konntet. Wenn ihr euch mehr dazu wissen möchtet, wie ich handle, dann lade ich euch sehr, sehr gerne ein. Wir haben in der nächsten Woche tatsächlich ein Webinar. Ich suche es mal gerade hier raus. Findet ihr auf meiner Webseite marelüdemann.com unter Aktuelles. Da zeige ich euch, wie ich handle und dann machen wir ein Infowebinar zur 90-Tage-Trader-Ausbildung. Ist am 14.09. um 19 Uhr, eine Stunde, wenn ihr mit dabei sein wollt. Meldet euch einfach an. Ich freue mich. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wünsche euch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Handelswoche und bis dahin macht's gut. Ciao. Ich danke dir, Mario. Vielen Dank an dich. Ich wünsche noch viel Spaß beim Grillen. Ja, ich Dankeschön. hoffe, passt noch. Ja, Vielen auf Dank an jeden die Fall. Teilnehmer. Und dann sehen wir uns tatsächlich am 15. November das nächste Mal wieder, Mario. Und ich würde sagen, bis dahin gesund bleiben, auf die Positionen aufpassen und ciao, ciao. Ciao.